nichts mehr erzählen, dass die dir 15 Mille weggenommen haben? Carsten, ich habe meinen besten Mann, dem ich am meisten vertraue, zur Bank geschickt. Da kommen zwei so Pappnasen angefahren mit der Karre, reißt die Tür auf, reißt ihm den Beutel weg. Er fliegt auf die Schnauze, papp, ist auch dran weg, Wahnsinn. Und 15.000 Euro sind weg. Weg! Uhrzeit, Tag, Route, immer die gleiche oder was? Nix, verschiedene Uhrzeit, verschiedene Wochentage, verschiedene Strecken, keine Geldkassette, keine Banktasche, in einem Jutebeutel drinne. Und wer? Nur du und dein... Immer geheim. Was sie da? Immer geheim. Immer ins Büro geholt, gesagt, Schnauze halten, extra Bonus gekriegt, denn nur wir zwei wissen das. Wenn ich dir also höre, dass der Ralle da von dem Zeug erzählt kriegt, du, pass auf, die sind da aus dem Auto gesprungen, maskiert, haben mir die Sachen weggerissen. Ich meine, der Typ hat keine Wunde, kommt hier rein und ist ein bisschen, naja, benebelt, aber er hat keinen Trauma oder was, oder ist irgendwie zitternd in der Ecke. Ich meine, wenn sowas passiert, dann sollte man sich schon anders verhalten. Also für mich stinkt das ein bisschen zu Himmel. Pass auf, wir machen jetzt eins. Wir müssen den Typen irgendwie auf den Zahn führen. Wir müssen da irgendwie einen Loyalitätstest machen oder was. Ja, irgendwie was wieder hier mit Kohle fingieren, da müssen wir uns was einfallen lassen, weil das kann nicht sein. Du musst diesen Typen, wenn der da wirklich Scheiße mit dir baut, dann müssen wir das wissen. Dann haben wir den Typen auch gleich am Carsten, Sack. Carsten, ich habe extra dich gerufen. Es geht nicht nur um die Kohle, mein Ruf steht auf dem Spiel auch. Nachher zieht mich hier jede Putzfrau ab. Dicker, das weiß ich. Du willst hier keine Selbstbedienungslagen haben. Deswegen bin ich hier mit meinem besten Team und will dafür sorgen, dass das nicht normal passiert und dass Ralle Ralle bleibt und nicht morgen Ralle heißt hier Supermarkt. Okay. Das machen wir, Dicker. Wir nehmen uns einfach mal den Sven unter die Lupe und kicken, was wir machen können. Leute, was? Da kommt jemand, scheint ein Mitarbeiter zu sein. Ach du Scheiße, hey, das ist der Sven, ey. Pass auf. Okay, hier zur Tür raus. Ich bin hinter das Gas. Ja, ja, hier. Komm, lass mal hoch hier. Lass uns erstmal raus hier zum Hammer gehen. Ja. Bevor der uns da noch sieht. Ja. Der Film heißt Auf der Flucht. 15.000 Euro, das geht nur ja nicht. Hier müssen wir was machen. Pass auf, ich kenne dich ganz genau. Du weißt, ich weiß, dass du immer schön auf die Kacke gehauen hast. Hast du hier wieder geprollt von deinen Mitarbeitern, so wie früher hier mit der 100er angezündet? Geschäft ging gut in letzter Zeit, hab ich ein bisschen rumgeschrien, das Ganze ist klar, ne? Ja, darfst du nicht tun, so eine Nummer. Ja, ja, du wächst Begehrlichkeiten, jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. Richtig. Futter, Futter. Und das haben halt so gut wie alle Leute gehört, sogar die Putzfrau, ey. Ja, nicht das heißt, gut. Der Täterkreis ist riesengroß. Ja, also wir können die nicht ausschließen und da müssen wir jetzt eins machen. Du hast die gleiche Idee wie Icke? Du brauchst da bestimmt noch jemanden hinter der Bar. Kein Thema. Okay, pass auf. Du führst mich ein, ich bin nicht perfekt. Gut. Ich werde den Jungs auf den Geist gehen, ich stelle ihnen Fragen. So bin ich immer dran am Puls. Okay. Dann werden wir ein bisschen nachhaken. Ne? Und irgendwie auch ein bisschen schlecht machen. Sagen wir mal, ey, der haut ja nur auf der Kacke. Dann kommen wir vielleicht auch zu den Typen, die dich hassen, etc. Und Kasper Kopp da hinten, der wird dir richtig schön Kohle auf den Tisch hauen. Du wirst schön vorne mit Pam die Puppen tanzen lassen. Genau! Der wird richtig Chicas Monedas! Wir wollen hier die Leute anspitzen. Wir wollen sehen, wer steckt dahinter. Genau. Wer will hier wirklich dir ans Leder und an deine eigene Macht? Ich finde Carstens Plan richtig gut, weil ich sehe jetzt auch keine andere Möglichkeit mehr, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, weil ich glaube, das Ding ufert sonst langsam aus. Micha ist jetzt reingegangen mit der Kamera drum. Ja, wir hören ihn, wir sehen ihn, dann soll er mal Kontakt jetzt aufnehmen. Ralle stellt ihn überall vor, ja, dass wir jetzt mal ein Ohr und ein Auge drin haben. Und dann will ich mal sehen, was da für Scheiße läuft, vielleicht hinter Ralle seinen Rücken, was er für Informationen kriegt. Dann können wir mal gucken, ob da vielleicht krumme Geschäfte hochlaufen. Deswegen ist er drin und er kann das ganz gut. Ja. Hallo, ich bin Micha. Hallo, Michael. Wie heißt du? Michael. Der wird neuer Barkeeper, du musst schon einlernen, du musst alles selber gehen und so. Der hat überhaupt keinen Bock drauf, ne? Naja, so richtig schön findet er das nicht. Na gut, aber ganz ehrlich, hättest du Bock, wenn er jetzt einer auf deinen Platz setzen würde? Das ist normal. Kommt jetzt echt ungünstig. Oh, jo, du hast schon mal in der Bar gearbeitet. Ich hab schon mal in der Bar gearbeitet, ja. Ich habe auch keine 20 mehr. Kriegst du das hin? Mama, mach dir keine Sorgen, ich werde die Nacht schon überstehen. Das ist hier keine Kölschkneipe. Ja, wir haben hier VIPs aus Kopf und Fernsehen. Kein Thema, ja. Ich mach dir keine Sorgen. Maizei, Camp Irinia, Long Island Ice, den kriegst du hin. Ja. Alles schon gemacht. Mach dir mal keine Sorgen, vielleicht mach ich noch ein paar bessere. Wenn es unbedingt sein muss, dann komm mit. Pass auf. Auf jeden Fall ist er drin. Das ist das Wichtigste. Wir haben ihn jetzt drin. So, und als Nächste seid ihr wieder dran. Ja? Schön Kohle auf den Tisch hauen und schön machen. Ich sehe hier alle draußen. Das setzen wir jetzt richtig schön an. Denn jetzt müssen wir Kohle unter die Leute bringen. Natürlich. Das ist ja natürlich deine Aufgabe. Und wahrscheinlich wird dir das auch nicht schwerfallen, da richtig schön zu machen. Macht schön auf dicke Hose, amüsiert euch schön auf meine Kosten und dann ist ganz gut. Okay? Ich bin doch diplomierter Geldausgeber. Jetzt gehen noch Pam und Sascha rennen, die machen ein bisschen Party, schmeißen Kohle unter sich. Weil wir wollen doch mal sehen, wo die bunten Scheine hinfliegen. Fliegen die wirklich in eine Kasse oder fliegen die auch in irgendwelche Hosen drin, in irgendwelche Taschen, sind sie auf einmal weg? Genau das will ich wissen. Ich will wissen, gibt es da Ratten an Bord und wenn, dann müssen sie versenkt werden. So ist, glaube ich, besser. Da hast du gute Position. Besser Kontrolle.
Oh, hallo, servus, hier, pass auf, Ralle weiß Bescheid, wir sind Sascha und Penn, wir stehen auf der Gästeliste. Ja, genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend, oder? Ja. Viel Dankeschön. Spaß. Okay, Herzlich willkommen. Wenn was ist, ich bin eigentlich der Typ. Kein Problem, kommst du dann sofort. Ja, okay, kein Thema. Klar. Super, danke dir. Jo, danke. Ich bin mal gespannt. So, dann wollen wir mal sehen, was hier los geht. Jetzt wird er erstmal die Puppen tanzen lassen. Ich hol mal eine Flasche Champagner und eine Zigarre, ja? Ein Hunderter ist mal schnell weggesteckt, ja, und da musst du schon wirklich genau hinkicken. Ich meine, ich habe geschultes Personal da drin, die wissen genau, auf was sie achten müssen. Vor allen Dingen, wenn man halt viel Kohle in Verkehr bringt, ja, dann fällt es dir vielleicht ein Chef, so denken die Leute nicht auf, wenn da mal einer von wegfliegt. Aber uns fällt es auf. You want my... Ich tippe dir ein paar Scheine rüber. Der Barkeeper oder auch jetzt der Kellner, die sind ehrlich, die zahlen die auch wieder das Restgeld aus. Denn Sascha hat ja wirklich viel mehr gegeben, als es im Endeffekt gekostet hat. Mr. Schwarzenegger aus Mazedonien zieht sich jetzt erstmal eine dicke Havanna durch den Kopf. Wir haben hier einen Spaß und ich sitze mal hier in Arschplatz. Oh, Scheiße, wenn sie da so ein paar Vollhorste hier. Scheiße! Mich ja hier dazwischen! Die bringen die Typen jetzt vor die Tür und dann wird die Sache hoffentlich geklärt sein, da, dass sie praktisch rausfliegen. Das bringt ja nicht der Sascha sich da jetzt praktisch outet, das ist natürlich total beschissen, denn wir brauchen ja im Endeffekt da wirklich jetzt unsere Leute vor Ort, die sollten ja Party machen und da Kohle pfeifen lassen und nicht jetzt hier da Stress haben. Es bringt jetzt gar nichts. Lass sie laufen. Komm, verpiss dich! Arschtritt, Mann! Hau ab! Weg jetzt! Verpiss euch! Ich werde noch sehen! Ihr auch ruhig! Komm, sehen! Ist okay, ich danke euch für eure Hilfe. Habt ihr cool gemacht, Jungs? Aber reicht jetzt. Bei euch alles okay, Jungs? Scheiße, ist eskaliert. Ich hab gedacht, die bringen die einfach vor die Tür und dann ist Ruhe oder was? Dass sie sich verpissen haben, weil sie Stress gemacht haben, ihre Jacken nehmen und verpissen. Aber kacke, die wollten noch mehr. Haben gesehen, Sascha ist alleine. Wollten vor Pam da einen Dicken schieben. Ja, musste ich natürlich eingreifen, aber natürlich so, dass die nicht meine Tarnung da auffliegen lassen, weil bringt ja nicht, wenn wir verbrannt sind, die müssen ja wieder zurück. Alle, die Nummer, die muss morgen steigen, und zwar pünktlich um 9.30 Uhr, da können wir uns keinen Verzug erlauben. Hey, auf mich kannst du dich verlassen. Morgen steigt es? 9.30 Uhr? Aber wir haben hier morgen den fettesten Abend überhaupt. Ja, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl dabei. Absolut schlecht. Ach, schlechtes Gefühl. Ja, wir haben hier 400 Gäste allein auf der Gästeliste. VIPs, die saufen Champagner ohne Ende. Das ist der fetteste Abend. Ey, Hauptsache, du ziehst durch, Mann. Natürlich ziehst du das durch. Morgen 9.30 Uhr. Hey, Ali, coole Schicht.
Hat Spaß gemacht. Ja, na klar, wie immer. Ja? Du denkst bitte an die DVD. Bis morgen, komm gut nach Hause. Ja, sind wir soweit durch hier, ne? Wir sind eigentlich fertig. Kommen die zwei Kisten noch hier und dann haben wir sich. Ja, super. Das ist definitiv die heiße Spur. Ich meine, das, was Sie gesagt haben, 39 steigt das Ding. Ja, hallo, ja, keine Frage. Die wollen den morgen abzocken. 39? Ja, ich weiß, dass die da sind. Ich aber auch. Das ehrt dich, dass du dein sauer verdientes Geld jetzt mit zur Bank nehmen willst. Aber du musst das Geld nicht heute anzahlen, nicht das Geld. Weißt du, wir wissen nicht, wo auf den 500 Metern der Ferro und der Ali zuschlagen. Stell dir vor, die überwältigen uns und die ganze sauer verdiente Kohle ist weg. Und das Risiko wollen wir nicht eingehen. Ich pack es bitte ein. Ich kann an die Nummer vom Ferro und Ali einfach nicht glauben. Das geht mir nicht runter. Ralle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich hätte auch so einen Hals, wenn meine Mitarbeiter mich bescheißen würden. Klar. Naja, aber gut. Es ist halt so. Ganz klar, 9.30 Uhr morgen läuft das Ding. Die wissen um den Termin. Okay, ja, die Zeit stimmt alles. Ja, Gesprächszeichen, ja, könnte passen. Ja. Bitte pack es ein. Okay, du bekommst von uns den Sack. Da sind Papierschnipsel drin. Den verteidigst du wie dein Leben. Als wenn deine sauer verdiente Kohle da drin ist. Jungs, wenn das Ding schief geht, bin ich im Arsch. Ja, hey. Kann nicht. Im Arsch kannst du nicht. Das Ding ist im Safe. Wir wollen die Jungs nur schnappen. Wir haben ihn in die Falle gestellt. Die wissen nichts von uns. So, der Carsten wartet draußen an der Bank. Der ist schon vor Ort. Ist der schon da, ja? Die 500 Meter überbrücken wir beide mit dir. Wir sind immer in Sichtkontakt. Wir sind in deiner Nähe, egal was passiert. Ja. Carsten ist auch immer noch nah genug dran. So, wir beide gehen jetzt raus. Du gibst uns 10 Minuten. Wir sondieren vorne vorm Laden. Dann bringt uns keiner mit dir in Verbindung. Dann kommst du raus und wir sind an dir dran. Ja, kurz vor 9.30 Uhr. Um 9.30 Uhr sollte die Sache ja steigen. Micha und Sascha haben ja bisher nachgelaufen. Jetzt werden wir ja sehen, wie wir bestimmt gleich auftauchen. Ich meine, wenn sie jetzt hier nicht zuschlagen, wissen wir nicht, was die Ansprache sollte. Aber wenn sie kommen, sind wir auf jeden Fall da. Wir wollen Ralle schützen. Komm her, hier sein. Den anderen hinten. Zwei Drecksäcke. Von hinten soll ich nicht. Schwein, du. Guck mal hier, die Leute. Leute, ich ruf die Polizei jetzt. Ja? Die Polizei, Digga. So, mein Freund. Mein Türsteher und mein. Ja, ich seh schon. Ich glaub's gar nicht. Von dir Dreckschwein hätte ich nicht gedacht, du mieser Sack, du mieser. Du Arschloch, du kannst jetzt genug Kohle. Schmeiß mich hier mit so einem Taschengeld ab. Komm, alles gut, komm. Gib dein Wort her. Was? Die Hand da hinten. Dein Chef ausrauben, ja? Das wolltest du, ja? Gut, mein Freund, aber hier ist Feierabend. Also hoch mit dir jetzt! Komm! Raubüberfall mit Messerattacke. Der Mann wollte den. Ruhig und seinen Auftraggeber abstechen und mich danach auch noch. Restrockkeule auch noch. Also richtig schön Programm. Er versucht, ihm Geld abzunehmen. Okay. Vielleicht nimmt er sie erstmal mit. Hier sind die Tatwaffen. Können Sie die noch? Abzuwahren, komm. Und dann nehmen wir mal die Person. Bringen Sie erstmal das Auto. Alles klar, wunderbar. Komm, Robert, schön aus vorsichtig. Ich bin komplett von den Socken, vor allen Dingen von dem Ferro. Der hat mich so enttäuscht, ich hätte ihm alles anvertraut. Ich könnte ihn zerreißen in der Luft. In der Hölle soll der Sack schmoren, verdammt nochmal. Auf dieses Verlassen wie vor 20 Jahren bin ich angefangen. Ich hab's gewusst, du. Kannst du immer nicht verlassen. Okay, vielen Dank, danke, du. Ja, ich hab dir so viel geholfen, du. Ja, was alles passiert wäre, danke schön. Oder was ihr wollt, heute Abend bei mir im Laden, gell? Vor dem Programm, was ihr wollt. Essen, trinken.